Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Tame und hallo zum neuen Video. Und letztens habe ich das hier in den Kommentaren gelesen. Könntest du mal ein Video mit deinem goldenen Fischstäbchen machen? Ja klar kann ich ein Video mit meinem goldenen Fischstäbchen machen und zwar... Tada! Wunderschönes Video, oder? Natürlich geht es nicht darum, sondern es geht um mein erstes eigenes Pferd und zwar um... Aber wie heißt sie? Und vor allem, wie schreibt man ihren Namen? Ja, Eskardar. Moment, Eskardar? Nein, es heißt Eskada. Eskada. Ganz einfach, Eskada. Und nicht Eskardar, Eskada oder Eskardar. Warum hat das überhaupt 121 Likes? Mashallah. Nice, Kada. Gefällt dir dieser Name? Nein? Este Kada? Ich meine, Este und Kada, also so ein Fußballkader. Esse Kada? Ja. Esse, Eskada, du musst jetzt essen. Das kann sie auf jeden Fall richtig gut. Esse Kada, wer kennt's nicht? Oder SKD, Eskado, Eskadu. Leute, entscheidet euch mal. Entweder E, O, U, alles falsch. Eskada, Eskada. Da 349 Likes? What? Eskarder? Dein Ernst? Exada. Mhm, genau. Exacta? Expelliarmus? Expelliarmus. Sakada? Eiskerda? Escalera? Moment, heißt das nicht auf Spanisch Treppe oder irgendwie so? La Escalera. Iskada. Asche Kada? Asche und Kada? Ash Kada? Also so wie der von Pokémon, der Ash. Und Kada wie Kadalot oder so. Oder einfach nur... Skada, Eskalation, definitiv, und zwar genau jetzt. Eisgerda, wer kennt's nicht? Eskada, Eskade, Eskadar. Es waren so unfassbar viele Kommentare. What? Welchen Namen fandest du am besten? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Und hast du noch irgendwie eine lustige Schreibweise? Dann schreib mir das auch sehr, sehr gerne. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Vor allem Skadi hat ja auch so besondere Spitznamen wie Skadi oder Skadl oder ab und zu auch Skado. Ich weiß auch nicht, besonders schön sind die Spitznamen jetzt nicht, aber gut. Eskada ist ihr richtiger Name und nicht alles andere, was du bisher gelesen hast. Ich musste wirklich sehr, sehr schmunzeln. Na, und wer kommt denn da? Wunschtraum, Rubien, Jessie und da sind die zwei Oldies. Ganz links die Rubineska und da die Jenny. Happy Life. Die Stuten mit ihren Fohlen stehen da noch auf einer anderen Wiese und gönnen sich gerade. Esel sind hier auch am Start. Hört ihr sehr gerne noch meinen fast täglichen Podcast an. Der heißt Anita Girly Themen Sprachmemos. Da gibt es fast täglich eine neue Sprachmemo an dich. Geht es unter anderem auch um Wunschtraum. Um mein gewonnenes Baby. Und ich freue mich sehr, dass sie sich mega gut auch mit der Eskada versteht. Also das klappt eigentlich schon richtig, richtig gut. Eskada war anfangs so ein bisschen eifersüchtig, weil sie sich wahrscheinlich nur gedacht hat, oh mein Gott, wer ist das? Sie ist jünger und dünner als ich. Aber das klappt jetzt schon richtig gut. Mein goldenes kleines Baby, meine helle Waffel, so nenne ich sie auch sehr, sehr gerne. Rechts mein goldenes Fischstäbchen und links die helle Waffel. Und ganz hinten ist die Stute von meinem Freund, die Peenstute Jessie.
verlinke dir da jetzt noch 2 weitere Videos. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mega cool, dass du da dabei warst. Und bis dann. Tschüssi.